Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Es geht weiter mit Atomic Heart und zwar holen wir den Kältebehälter aus der Kältewerkstatt. Nein, Pestizidwerkstattbehälter, Kältebehälter. Nee, gut, war schon richtig so. So, nochmal in den Kühlschrank schauen. Zugang gewährt. Ich brauche die neue Waffe, ich will die haben. Ausreichende Ressourcen, ja, yippie. Was, die sah aber auf dem Bild besser aus. Ja, so wird es mir angeboten hier. Und so sieht dann das Produkt aus, das ich kaufe. Ja, das ist ja wie im realen Leben. Sehr schön. Passt alles. Im Lager hinzugefügt, warum? Aha. Das bekomme ich jetzt erstmal mit, dass ich hier so ein Inventar habe. Ja, dann brauche ich das Scheißding nicht. Würde mal bewegen. Aha. Zack. Was ist das für ein Schnulli hier? So ein Dynamo. Was soll ich damit? Brauche ich nicht. Das ist ein Heilzeug. So, dann habe ich noch 3 Plätze frei. Was ist das für ein Schnulli? Zeig dir mir nicht mal an, was das ist. Soll ich das wissen, was das ist? Nur vom Aussehen her oder was? Na, okay. So, Demontage. Aha, gut. Zeig mal ran, das Ding hier. Eine stinknormale, klassische Pistole. Na, das ist doch geil. Nehmen wir. Öffne die Tür, Handschuhe. Soll ich mich so rüberschieben, ha? Was ist das für ein Dreck? Das ist eine Sprosse. Was ist eine Sprosse? Sprossen wurden als hocheffizientes Futter für Großvieh entwickelt. Aber mit dieser Sprosse stimmt etwas nicht. Sehe ich schon, dass mit der was nicht stimmt. Achso, hier ist eine Scheibe davor. Ich habe die gesehen. Ja, jetzt rennen die Sprossen ja schon einzeln rum. Oh, ein Huhn. Ein Killerhuhn? Jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Das hat vielleicht Hunger? Pickt da an dem seinem Kopf rum. Schnell da rein, das muss ich sofort unterbinden. Ah. Was fressen die Hinder? Die fressen an der Kuh rum da. Ach, wieder will. Es ist nicht dran, ist eine Scheibe. Ihre Aufmerksamkeit zu erwecken. Zu spät. Das kann ich euch mal angucken. Ihr seid ja ganz besonders hässlich. Knabbert weiter an der Kuh rum und lasst mich in Ruhe. Ja, ich war bedrängt, dürfen wir. So. Oh. Tut mir leid, die Pflicht ruft. Ein andermal. Ich brauch den Toten nicht. Das zu. Da muss ich hochklettern. Da gibt's noch Kisten. Kann ich das hier aufmachen? Nee. Dann kann ich das verschieben, was soll mir das bringen? Naja. Das ist ein Schwachsinn. Hopp. Oh, wieso ist es hier so kalt? In diesem Abschnitt soll untersucht werden, wie Lebewesen in einem Vakuum überleben können. Dann geht es hier darum, wie man Pflanzen auf dem Mond züchtet und so? Unter anderem, ja. Hier wird auf den verschiedensten Gebieten geforscht. Von primitiven Einzellern bis hin zu Nutzvieh und anderen Tieren. Klingt ja vielversprechend. Aha. Schön. Hast du mich gesehen, du komisches Flugteil? Ich mach's mit das kaputt. Oh, da ist das.
Weg mit dem Ding. So. Na, 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 na. Ja, scannen. Interessante Fische in dem Aquarium. Fische. Ja, das ist hier so eine Seekuh. Kennt doch jeder. Die chillt da einfach unter Wasser. Okay. So, haben wir noch eine Seekuh. Oh, und Seehühner gibt's auch. Cool. Ah, da ist das Huhn, das dämonische Huhn. Oh, wo kommt der her? Bleib mal ganz ruhig, mein Freund. Ich hab eine Waffe. Eine echte. Oh. Na, das nach. Geht ja. Geht. Könnte schon ein bisschen effektiver sein. Du scheiß Dreckshuhn. So, bitteschön, meiner. Mensch, du scheiß Katzen, komm runter. Was macht denn jetzt hier? Will ja klettern. Jetzt komme ich um die Ecke. Ah, Teile ran. Ey, es kann ja wohl nicht sein hier. Wo kommt denn das da alles her hier? Kommt noch eins. Mako oder was? So. Oh, so eine schöne Kiste. Ach, was ist das für eine Riesenscheiße? Nee, das war so eine schöne Kiste und keine Riesenscheiße. Ich möchte den Eimer haben. Das ist mein Eimer. Lass mir jetzt verpetzen, ja? Die Zielempfindlichkeit runterstellen. Ich komme damit echt nicht klar. Intensität des Kamerawackens. Kann ich das nicht einstellen? Steuerung. Empfindlichkeit. Zielhilfe aktiviert, automatisches Zielen. Ich probier's mal aus. Das ist bei den Flugdingern vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, ist nicht schlecht. Kann man schon mal behalten. Ey, wo geht's denn jetzt raus hier? Da. Mal aufdrehen hier. Ich hoffe, ich habe da nichts durcheinander gebracht. Weiß ich nicht. Okay. Drück den Knopf. Was soll ich jetzt hier tun?
Ist eine Kuh, ein Schwein. Wie viele Schweine gibt's denn? Zwei. Ja, das Ventil ist angebracht. Ein Schwein drehen. Ja. So, jetzt brauche ich noch ein Schwein. Ja. Zwei Schweine, dann noch die Kuh, die aber. Wo ist die Kuh? Das müsste ja dann die hier sein. Denke ich. So, noch ein Huhn. Dann das hier. Es dreht sich. Das müsste es sein. So, noch drei Kühe. Zwei Kühe noch. Dann drehe ich auch noch mal dran. So, noch eine Kuh. Ach du Scheiße! Oh. Habe ich die gerade alle getötet? Das ist der Standard beim Herstellungsverfahren. Daher stammen die organischen Polymerkomponenten. Wo sind sie denn alle hin? In die Algenwerkstatt zur polymerischen Synthese. Ich will es gar nicht wissen. Oh, das tut mir jetzt leid für die Tiere. Ja, das war jetzt nicht der Plan. Das kann ja wohl nicht sein, ja. Ja, Mumu. Das ist ja riesig. Ich habe noch nie so viele Pflanzbehälter auf einmal gesehen. Hier züchten sie die Pflanzen, die zum Terraformen von Mond, Mars und Venus dienen sollen. Aber es funktioniert nicht mal ansatzweise. Wir müssen die Bedientafel finden. Ja, wo kommt denn der Kasper her? Da kommt einfach und brüllt mich. Westlicher. Wo geht's wieder zurück, oder? Na, ganz schön dunkel hier. Wir gehen die ganzen schönen Pflanzen doch allein. Da ist ein Arschloch. Oh oh. Dort habe ich da gesehen, oder? Nö, doch. Und da war sowieso kaputt. Schick, schick. Mach ich mal das Licht an. Scheiße. Nichts als Leichen. An der Wand ist ein Laserrelais zur Aktivierung der Stromversorgung. Gut, damit komme ich klar. Aber an diesen Scheiß werde ich mich nie gewöhnen. Kiste ran. Von dir brauche ich nichts. Wollen wir nochmal heilen. So. Bam. So. Knöpfchen. Also, und wie fülle ich jetzt den Behälter? Der Behälter füllt sich automatisch mit Kryopolymer. Wir müssen nur warten. Das klingt ein bisschen zu einfach. Wir haben Gesellschaft. Wusste ich doch, dass wir nicht einfach geduldig abwarten können. Kann ich die Tür nicht zumachen? So, ja, so ein Flugviehzeug. Ja, genau dafür ist das automatische Ziehen. Scheiße.
Scheiße, was ist damit? Wie, das soll ich warum? Tun? Der Behälter wird nur befüllt, solange in der Werkstatt eine optimale niedrige Temperatur herrscht. Die Ventilatoren leiten kalte Luft in den Raum. Sie müssen weiterlaufen und pass auf, dass die Sprossen nicht in die Ventilatorblätter geraten. Und warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Scheiße, der Ventilator hat sich abgeschaltet. Versuch es mit Schock, um ihn neu zu starten. Ich muss erstmal hier was kaputt machen, ja. Erstmal die Arschlöcher, ja. So. So, was soll ich jetzt hier schocken? Ventilator soll ich schocken. Was für ein Ventilator? Das Ding hier. So, okay, Ventilator. Du ekliges Scheißding. Alter, das hat ihn infiziert. Dein Ernst? Ekliges, widerliches Scheißflugvieh. Na, ja, guck ich mal. Ja, das hier bestimmt. Nein, oh du ekliges. Stopp. Oh, es sind noch viele Flugviecher. Oh, es wird mich. Oh, ein Schuss. Und das ist jetzt auch mit der automatischen Zielhilfe viel angenehmer zu spielen. Was? Ekliges Kackvieh. Oh, hier ist ein Bot. Oh, da war ja mega strong. Komm her. Ah, der tut mir irgendwie nichts, der ist irgendwie passiv. Der hat gerade was angezeigt hier. Stealth Kill. Zack. Ah, der hat aber auch einen Loot. Ich hol mir den. Oh. Oh. Das war so nicht geplant. Oh, so war das nicht geplant. So, jetzt kann ich mich. Oh, Alter, da spuckt so irgendwelche Säurescheiße. Wollte mir jetzt aber reinbrezeln hier. Komm her hier. Bam. Ey, wie viel der reinsteckt. Jetzt maximale Power. Bam. Ist dann sogar kurz betäubt. Jetzt. Alter, der steckt mega ein. Was gab's dafür? Chemie, ja, 9 Neuropolymer, 5 Metallteile. So viel habe ich von den beiden anderen nicht bekommen. Ups, nein. So. Dann schnell die Kiste da hinten looten und dann probiere ich mal die Ventilatoren mal in Gang zu kriegen. Jetzt habe ich ja alles kalt gemacht. Jetzt kann ich irgendwo weitermachen. Aber wie sieht eigentlich mein Rucksack aus? Voll. Voll, voller, voller, jetzt nicht.
Warum so eine bedrohliche Musik hier? Hier ist doch keiner, doch da. Komm, du bist der Letzte. Ja, da macht er auch noch seine Zicken hier. Seh. Das werde Licht. Mache ich. Wo kommt der schon wieder her? Oh, was? Dein Ernst? Können ja nicht immer wieder neue kommen. Arsch mich nicht. Jetzt will ich das Ding mit meinem Leben verteidigen. Oder was auch immer. Nö, jetzt funktioniert es einfach so. Jetzt wird er schon wieder rot hier. Warum? Ach, da muss ich immer wieder anschalten. Hey. Oh, ihr seid aus. Ah, die dürfen nicht alle ausfallen. Und das wäre lustig geworden ohne Zielhilfe. Das ist ja so schön lästig hier. Oh. Stirb einfach. Ekliger. Nö, nö, nö. Mein Zeug will ich schon haben. Ja, meine verdienten Preise. Oh, ich hab kaum noch Muni. Ja, yippie! Ach was. Endlich. Da kommt der Herr hier, Alter. Das reicht's. Irgendwie anzurotzen. So, Axtkiller. So, mein Behälter ran hier. Was sind das überhaupt für Pflanzen? Keine Ahnung. So, Behälter Nummer 3. Teuerin, die schnippst es. Nichts wäre aus hier. Ach, jetzt geht die Tür hier sogar auf. Ihr habt es ja mit euren verdammten Kanistern. Die schiebt ihr immer wieder gerne irgendwo rein. Nun, das ist Tradition. Tja, vielleicht solltet ihr mal eure Traditionen überdenken. Wenn ich auch nur noch einen Kanister sehe. Da kommt noch einer. Tradition, ja.
Ja, ich besuche den Fabrikator Nora öfters. Speichere da. Alles gut hier. Ich bin doch schon da, ja. Na, Schnecker? Gefällt es dir hier, Süßer? Ich finde diese Anlage so bedrückend. Das ist sie auf jeden Fall. Warum? Gibt es hier einen fröhlicheren Ort? Aber natürlich, schöner Mann. Überall da, wo ich ekelhafte, geile Widerlinge fesseln kann. Ach, in deinem Kopf ist gehörig was durcheinander. Bei den Leuten, denen Ranken aus dem Kopf wachsen, ist gehörig was durcheinander, Süßer. Nicht bei mir. Dir gefällt es hier also nicht, weil nicht genug Leute da sind? Es sind nie genug. Mir ist so langweilig. Du bist eine willkommene Abwechslung, schöner Mann. Komm hart und oft. Ach du Scheiße. Ja, da brauche ich ein Rezept für. Ist natürlich deutlich besser wie das hier. Ja, warte nur. Boah. Suche noch ein bisschen Schaden. Ist der Schweine teuer? Macke oder was? Eine Zielvorrichtung. Konventionell offene Vision, den Rest habe ich noch nicht. Den habe ich auch erst verbessert. Nö, dann war's das erstmal. Konnte ich nicht irgendwo meine Sachen umlagern? Das ging doch ja, oder? Ja. Dann kann ich das auch rüberschicken. Ich habe noch ein bisschen was auf Reserve. Vier frei. Na, machen wir 5 frei. So. Kann ich mich noch 7 heilen? Das ist mehr als ausreichend. Ich will rutschen. Muss ich jetzt hoch oder runter? Na, bestimmt runter. Oh, hallo. Und auf Wiedersehen. Was? Da steht wieder auf. Einfach so. Ja, nicht mehr. Der auch nicht mehr. Ja. Hey. Jetzt will den Karton schleudern. Ah, ja, lange gedrückt halten. So ging das. Zeit hat man gar nicht. Ja, so eine Kabel drum mehr bewegen. Nö. Aha, wo geht's denn hier hin? Ach was. Endlich. Nee, da muss ich gleich nochmal schauen. Ist das ein Geheimweg oder was? Oh! Da will es wissen. Ah, die ist richtig geil, die Axt, die ist mega gut. Boah. Wo geht's denn aber hier hin? Pff, guck ich einfach. Ich weiß jetzt schon, dass ich es bereuen werde. Ich bereue es irgendwie jetzt schon. Ich wusste es. Nee. Ist das jetzt dein scheiß Ernst schon wieder? Das kann nicht dein Ernst sein. Der hat sich schon wieder wie beim letzten Mal aufgehangen. Der hängt schon wieder in so einer scheiß Ecke, wo er nicht mal wegkommt.
Ey, ist das dein Ernst wirklich? Ist dein Ernst? Ja, ist es. Naja, dann ist das Video jetzt dann doch frühzeitig vorbei. Scheiße, ja.